Die Stadtwerke setzen sich nicht nur mit ihrem Ökostrom für den Klimaschutz ein, sie haben im Jahr 2004 auch die Klimaschutzstiftung gegründet. Diese richtet jährlich einen Ideenwettbewerb aus. Auch in diesem Jahr können sich ab sofort wieder thüringenweit Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen wie etwa Schulen für den Preis bewerben. Der Fokus der Ausschreibung liegt auf erneuerbaren Energien, Energieeinsparung und Ressourcenschonung. Insgesamt vergibt die Stiftung Preisgelder in Höhe von 20.000 Euro. Einzelne Projekte können mit bis zu 5.000 Euro unterstützt werden. Der Ideenwettbewerb ist der Klimaschutzpreis der Klimaschutzstiftung Jena Thüringen, der jährlich ausgetragen wird. Und damit unterstützen wir pfiffige Ideen im Bereich des Klimaschutzes in Thüringen. Es gibt da praktisch keine Einschränkungen. Es können Einzelpersonen sein, es können Vereine sein, es können Gewerbeunternehmen sein, es können Kommunen sein. Also da gibt es eigentlich keine Begrenzungen. Im vergangenen Jahr hat die Klimaschutzstiftung 4 Projekte mit insgesamt 15.500 Euro gefördert. Zwei der Preisträger kommen aus Jena. Das Berufsschulzentrum Göschwitz wurde mit 5.000 Euro unterstützt. Die Schule bezieht das Thema Elektromobilität in den Unterricht ein. Dafür wurde eigens eine Elektroladesäule angeschafft. Auch das Kniestchen konnte sich über eine Förderung von 1.500 Euro freuen. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden dort Backwaren vom Vortag verkauft, die ansonsten weggeworfen würden. Die Stiftung führt ihre Projekte nicht nur in Jena durch. Die Klimaschutzstiftung Jena Thüringen, der Name ist Programm, ist in Jena errichtet worden von den Stadtwerken und ist in ganz Thüringen unterwegs und tätig. Seit 2004 hat die Stiftung mehr als 800.000 Euro in verschiedene Klimaschutzprojekte investiert. Ohne die Unterstützung der Stadtwerke von jährlich 250.000 Euro wäre das nicht möglich gewesen. Wer am diesjährigen Ideenwettbewerb teilnehmen will, findet weitere Informationen unter klimastiftung-thüringen.de.